du verwöhnst uns jetzt mit einem Dia-Abend. Und dabei musst du jedes Dia kommentieren, das wir anderen für dich darstellen. Also das heißt, wir stellen lebende Dias für dich, die wir ganz spontan uns einfallen lassen, da auf der Bühne. Und du musst es kommentieren. Allerdings wirst du es kommentieren als Dieter Bohlen. Und du hast uns Dias mitgebracht aus der DSDS-Villa. Wie findest du das? Ja, finde ich super. Eine schöne Idee, gell? Ich überlasse dir jetzt den Sessel und den Buzzer, der ist nämlich jetzt dein Dia-Projektor. Das ist mein halber Dia-Projektor. So, es funktioniert. Und wir, würde mal sagen, treffen uns hier an der Leinwand. Also Dieter, was hast du uns für schöne Fotos aus der DSDS-Villa mitgebracht? Sorry. Geil! Hey, geil, so ein Sessel kaufe ich mir auch mal hier bei der Show. Ja, klar, also ich meine, hammermäßig, ihr kennt das ja alle, diese Show, die ich da mache im Fernsehen, mit der Musik, wo alle irgendwie bekloppt werden und sich fast umbringen. Und da habe ich jetzt in der Villa, in der die alle wohnen, da die Superstars, da habe ich mal ein paar Fotos gemacht. Hammermäßig, mega geil. Ja, klar. Ja, ist ja gut jetzt, ist ja gut jetzt. Reicht ja nur auch. Ja, klar. Und ja. Die Fotos, die grinsen sich schon einen ab. Ja, also ich zeige euch jetzt mal das erste Bild. Ja, also wie ihr seht, also seit einiger Zeit, also diesen Daniel Kübelberg sind wir auch nicht mehr losgeworden, seitdem der damals irgendwie, der betrinkt sich da unten gerade. Und da haben wir ja auch hier den Didi Knoblauch. Der Didi Knoblauch überlegt sich, guckt sich gerade die Brüste an da und überlegt sich, ob er nicht doch lieber Mädchen wäre. Irgendwie. Kann ich auch irgendwie verstehen. Jetzt mache ich mal das nächste Bild. Bin ja selber mal gespannt. Ja, hammermäßig. Ja, klar. Also da seht ihr irgendwie. Ja, er ist immer noch nicht ganz entschlossen. Ja, also. Ja, ja. Also mal ganz ehrlich, Leute, also bei dem Bild kriege ich immer so eine Gänsehaut. Also, aber man hat das Gefühl, dass er sich sicher bald entschieden hat, der Didi, ne? Und da hinten ist der Mike, und der Mike, der sucht gerade seine neue Liebe, nämlich die Anna-Maria, die sind nämlich verliebt. Und die versteckt sich gerade aber hinter dem Didi Knoblauch. Ja, wie kann man nur so heißen? Also, ich mach mal das nächste Bild jetzt. Achtung! Ja, klar, also das ist hier schon während des Auftritts. Also der ein oder andere macht sich vorher noch mit Golfspielen warm. Und hier haben wir links unseren kleinen choreografischen Trainer. Der hält Ausschau nach dem Didi Knoblauch. Aber ich, ich glaube, der guckt sich noch im Katalog die neuen Pimmel an, die er sich kaufen will. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ist ja gut jetzt. Jetzt habe ich noch ein Foto, glaube ich, vom Backstage. Ja, da habe ich gerade gesungen. Ja, und ich meine, was der Didi Knoblauch da schon wieder veranstaltet. Ich meine, ich weiß nicht, ob das was mit seiner Ausbildung als Fahrlehrer zu tun hat, aber ich glaube mal eher nicht. Mit von hinten einparken hat das nichts zu tun. Ja, und ansonsten gibt's nicht so viel zu sagen. Der Daniel Kübelberg hat immer noch die Schnapsflasche in der Hand. Und jetzt mache ich mal das nächste Bild, bin mal gespannt. Ja, das ist jetzt ganz interessant, weil wir jetzt hier die Mumie von dem Alexander Klaas da liegen haben. Die dient uns nämlich jetzt neuerdings als Motivationstraining. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, wo der Typ geblieben ist, aber der macht jetzt bei uns als toter Motivationstrainer irgendwie immer noch seinen Job. Und hier ist die Vanessa, die gerade ihre Choreografie einstudiert. Ja, und mal gucken, ob wir noch, nee, ich glaube, wir haben noch ein einziges Bild haben wir noch. Ein Bild haben wir noch und das zeige ich euch jetzt nochmal. Ist das nicht schön?
Ist das nicht herzzerreißend, wie sie alle heulen, wenn ich sie rausschmeiße? Ja klar, das war's.